Ein Kampf nach dem anderen räumen wir hier weg. Und wie geil der Kork noch aussieht, durch das verstärkt. So eine Lehmfigur. Ah, die Magister sind alle wahnsinnig, sag ich doch. Mal gucken, was sagen wir denn jetzt? Vor allem hält er mich für einen Elf. Ja, uns geht es gut. Antworten wir ihm erstmal nicht. I'm glad to hear it. It was good to have you on my side. We showed those maniacs what's what, eh? Ja, wenn der wüsste, dass ich untot bin, ist er als Paladin vielleicht nicht mehr ganz so gut drauf. Verraten wir ihm besser mal nicht. He pauses a moment to wipe a thick mixture of sweat and blood from his brow before continuing. I still can't believe they had the gall to attack me. It's high treason to go after a paladin like that. We're divine order, goddammit. Our superiors will be very interested to hear this. Ja, wie möchte er das denn sagen? Our Grand Master for one. Lord Ken would never stand for this kind of nonsense. Thing is, people on the mainland don't know what goes on here. Never would have believed it myself until I saw it with my own eyes. But we've stood about talking long enough. And this place is no roadside tavern. It's certain death if we keep lingering. Wohin geht er denn? First things first. I need to get the lay of the land inside Fort Joy. I was sent here to make an official report on what exactly goes on here. I don't intend to run away now. After that, though, and without the Magister's help, there's nowhere to go but the Hollow Marshes. They say they're haunted, but I don't believe in bogeymen. Da muss ich ja eh hin ins Mergelmoor. I was once told there's an old harbor on the far side of the island. And where there's a harbor, there may be a boat. I must be off, and so should you. Best of luck to you. You deserve better than this place. Wie geil! Einfach mal alle verhauen. Und das heißt, wird fett gelootet vor allem. Erstmal kurz alle nochmal aufs Ohr hauen. Hey! Fett gelootet, habe ich gesagt. Ah, geht doch. Hauptmann Triple Schlüssel. Oh. Fürs Torschloss. 5 magische Rüstung. Magischer Helm. 1 Kriegsführung. Nice. Alles einsacken. So. Ein Helm. Kriegt natürlich er hier. Was? Finesse nicht hoch genug? No. Okay. Dann wissen wir schon, was wir als nächstes leveln bei ihm. Kriegt er plus 1 Kriegsführung. Und das ist ein guter Helm. Dann kriegt ihn so lang. Elf Finesse hat, glaube ich, sonst nur Sibyl. Steht ihr aber auch ganz gut. Hübsch. So, was haben wir jetzt noch? Ich wollte mal die Waffe vergleichen. Plus 1 Stärke. Ja, macht aber deutlich weniger Schaden. Die Frage ist, 26 bis 8, ob die Stärke das ausgleicht. Nee. 20 bis 24 Schaden, auch wenn er eine Stärke mehr bekommt. Das ist dann doch mehr. Der Ring, 5 magische Rüstung. Wer denn am wenigsten magische Rüstung? 24, 24, 21, 13. Ja, komm her, Junge. So. So, schön alles looten hier. Ist ja wichtig, wenn ich sonst halt die Leute nicht bestehle, so mit Taschendiebstahl, muss man halt gucken, dass wir wenigstens hier mitnehmen, was wir bekommen. Großer Schlüssel des göttlichen Ordens. Okay. Finde einen Haufen Schlüssel. Das gute Küchenmesser. Zelt ist da nix.
Man kommt sich mal ein bisschen Blut vor, wenn man irgendwie alles einsackt. Aber es wiegt halt auch nicht viel und kann man halt verchecken, ne? In der Tischtheke konnte ich irgendwas machen. Achso, wird gerade gefragt, dass, ob ich nicht, das nicht ein Einhänder ist. Nee, das heißt ja zwei Hände. Weil gerade nochmal Jochen gefragt hat, ob ich ja nicht das mit dem Schild kombinieren kann. Dann wäre es richtig krass, wenn ich das, wenn das halt ein Einhänder wäre. Dann wäre es richtig krass mit plus 1 Stärke, so viel Schaden, wie es macht, als Einhänder, aber es sind zwei Hände. Zimmer meint, ich treffe bald auf gute Waffen, Rüstungshändler. Na gut, werden wir noch sehen. Hä? Was kann ich da denn angreifen? Gute. Den Target Dummy. Buch, Buch, alter Teller. Mistgabel. Noch mehr Nägel. Mal kurz speichern, ob die mich dann da sehen. Nägel, kann ich mal noch ein paar mitnehmen. Also eigentlich ja mit Sibyl. Nicht jetzt, dass es beim normalen Aufheben irgendwie so wichtig wäre. Eigentlich just for lols. Könnte ich die Typen nämlich auch nochmal wegbuttern. Was haben wir denn hier? Vier Magister. Timmery, Boris, Alice, Holland. Das ist ein Fernkämpfer. Was hat der für eine Waffe? Auch ein Bogen. Der hat ein Schwert. Auch ein Schwert. Man, das ist auch XP. Ich kann das Tor vorne damit aufmachen. Und Loot. Und tote Magister. Ich meine, wenn wir schon Burg Genozid komplett aufräumen, dann, ich meine, dann räumen wir die Burg doch einfach mal komplett auf. Das sind eh die letzten langsam. Hier könnten noch eventuell welche sein. Ich glaube. So, Kinders. Wir können uns ja gut positionieren. So, schleichen. Wie ging das nochmal mit Schleichen? Da gab es irgendwie eine Taste für doch auch. C oder so. Wie ist das nochmal? In welchem Bereich sehen Sie mich? Den hellroten und den dunkelroten. Ich glaube, im dunkelroten sehen Sie mich. Im hellroten nur, wenn ich halt nicht getarnt bin. Nicht erreichbar. Wie nicht erreichbar? Ist da irgendwas im Weg oder was? Ein Sack? Ist das fast zu dick oder was? Manchmal möchte ich mal so die Höhenstufen wechseln, das geht da nicht. Das ist hellrot, oder? Kann ich den ganzen Weg hier außen rum? Trippel, trippel, trippel. Ich würde ganz gerne meine Fernkämpfer halt hier oben positionieren. So. Dann soll er das schon mal machen. Den positioniere ich noch oben. Vielleicht den Fane. So, lose dann hier. Die heilt. Trippel, trippel, trippel. Lose, was machst du denn für einen Quatsch? Dahin. Achso, ich glaube, weil sie noch gelockt sind. Ah. Deswegen. Okay. So, nochmal.
Aber mit dem Nahkampf kann ich eh nicht sagen. Da brauche ich nicht den Schlüssel noch zum Aufmachen. Guck mal, wir hätten den Schlüssel fürs Tor. Das hat alles Sibyl. Das müsste der richtige sein. Für das Torschloss. Gib das mal alles dem Prinzen eben. So geil. Und dann schießen wir die halt einfach schön zusammen. Schloss knacken, öffnen, verschlossen. Muss ich jetzt dann den richtigen Schlüssel benutzen oder wie mache ich das? Wir hätten wie viel? 42, 42. Da steht ja noch ganz schön im Kreuzfeuer. Wenn ich los ermutigen. Wen schaut man denn zuerst aus? Hier, Magister Alice. Schloss knacken 1 erforderlich. Nee. Ich will einfach schön den Kopf wegschießen. Machen wir noch ein Fleischopfer vorneweg. Vorsicht, Eindringlinge. Ja. Ah, so ging es. Das Fleischopfer gemacht. Ich weiß nicht, wenn man aus dem Stealth angreift, kriegt man, glaube ich, irgendeinen Bonus. Und dadurch, dass ich das gecastet habe, habe ich ihn wahrscheinlich verloren. Ich wollte das irgendwie mal probieren, dass ich mich vorher buffe, weil das mir auch 10% mehr Schaden gibt. Aber naja, drauf geschissen. Stärke, Finesse, Intelligenz. Verstand um 3. Ich behalte mir einfach mal den einen Aktionspunkt noch. Ein Hund gibt es auch noch. Vielleicht wäre dann besser, wenn ich ihn so versuche, unten als Tanker zu nutzen. Wäre dann vielleicht besser gewesen, dass ich noch ein Schild ihn anzulegen. Ja, das wäre vielleicht vor dem Kampf besser gewesen. Gucken wir mal, wie es läuft. Geht das eigentlich über das Maximum hinaus verstärken? Und ich bin eh nicht. Üben wir es mal, aber. Ja, genau, okay, das erhöht das Maximum auch. Können wir den mal mit anzünden, weil der hat keine. Ja, können wir das mit dem auch gleich mitmachen, weil der hat keine Magie-Rüstung. Dann brennt er schon mal ein bisschen. Greife ich Sibyl an. Steht jetzt ziemlich im Fokus. So, gucken, wie ich von hier oben treffen kann. Den hier. Ja, wäre gar nicht schlecht, den Magister Holland vielleicht wegzumachen. Verfehlt, das war einfach nur Pech. Dann können wir mal weit weg teleportieren. Wäre auch gar nicht so schlecht, das ist ein Nahkämpfer. Könnte ihn auch zu mir teleportieren, das will ich jetzt eher nicht. Dann schön hier da hinten hin. Viel Spaß, du Depp. Ah, kriegt man leider nicht weg.
Kann ich ihn heilen, wenn ich das bräuchte? Aus der Sichtweite. Ich kann immer nur den da angehen. Die, dass ich eben verfehlt habe bei 95%. Auch ein bisschen unglücklich. Die mal wegzuzappen. Okay, dann die Sibyl vielleicht mal heilen. Weil die kriegt am meisten auf die Nase. Die müsste auch in Sichtweite sein. Au, lass mal diese Bilder greifen. Autsch. Die fokussen die ganz schön. Naja, Schilde hoch, mach mal da hinten. Viel Spaß, dann kommen wir erstmal zurückgelaufen. Oh, kann ganz schön viel laufen. Die Sau. So, einen schon mal weg. Wann bin ich jetzt nochmal dran? Der Hund ist dran, dann ist er dran. Ich trinke mal lieber einen Heiltrank. Kostet mich eh nur einen Aktionspunkt. Und dann schießen wir den Hund mal mit zusammen. So, und heilen die Sibyl. Nein, es wird entfernt. Das ist schlecht. Aber auch, ich kann bis hierhin heilen. Aber Sibyl nicht, obwohl die sogar auf einer Höhenebene mit mir ist. Das ist irgendwie ein bisschen komisch, oder? Sibyl müsste ja eigentlich super heilen können. So gesehen stehe ich jetzt hier ziemlich blöd eigentlich. Dann arbeiten wir einfach weiter offensiv. Nice, schön gecrittet. Tja, und sonst. Treffe ich ihn überhaupt damit? Mit ermutigen sieht nicht so aus irgendwie. Ich stehe irgendwie in einer blöden Position. Liegt das nur daran, dass... Weil hier was im Weg liegt, oder was? Okay. So. Vielleicht geht das jetzt alles besser. Er hat noch sein Ziel gewechselt. Weil so ein blöder Sack auf dem Boden liegt. Ist auch ein bisschen komisch. Nee, da komme ich sonst nicht vorbei. Das geht nicht. Okay, den Hund zumindest niederstrecken. Zwei, eins, machen wir es mal so. Auch wenn es geblockt wird, stehe ich aber direkt vor ihm. Jetzt schießt die ganze Zeit hier auf Lose. Ach nee, auch mal auf Sibyl. Wechselt er sich ein bisschen ab. Ja, komm her, du. Ich habe ich eh gleich keine magische Rüstung mehr. Ersticken. Noch einen schönen Punkt zwischendurch. Bonus. Ich kann mal kurz gucken, ob wir Sibyl von hier aus treffen. Zu entfernt. Ah, gerade so. Dann heilen wir den roten Prinzen. Er kriegt vor allem auch immer noch dann Rüstung dazu. Yilf, das muss ich mal kurz lesen. Mögliche Combo: Flash Sacrifice plus Elemental Arrowheads ins Blut. Ah, okay. Das habe ich mir vorhin, das muss ich mir nochmal angucken. Ich habe das noch nicht ganz verstanden, dieses mit dem Elementarschaden. Man kann irgendwie aus Sachen in der Nähe irgendwas mitnehmen. Das muss ich gleich nochmal durchlesen, den Skill. Dass ich das nochmal richtig verstehe, weil ich habe den nicht so richtig beachtet, weil ich ihn ehrlich gesagt einfach nicht verstanden habe bisher. Zünden wir die mal kurz an, der hat keine magische Rüstung mehr. Und drei Aktionspunkte, dann gibt es hier auf sie mit Gebrüll. Verfehlt! So, genau, jetzt gucken wir, jetzt lesen wir es nochmal durch.
Visiere eine Fläche in Nahkampfreichweite an. Zum Beispiel die Blutlache, die ich halt mit dem Fleischopfer selber mache. Dann Fernkampfangriffe und waffenbasierten Fähigkeiten mit einer Runde lang dieser Fläche passenden Elementarschaden hinzugefügt. Ah, okay, so rum. Das heißt, ich mache Blutschaden als Bonusschaden. Einfach mal zum Angucken, können wir es ja machen. Man kriegt halt dadurch einen Aktionspunkt dazu und das kostet einen. Das ist also praktisch der Trick dabei. Blutige Pfeile. Sehe ich dann hier, wie viel Schaden die machen? 10% durch Fleischopfer, Finesse plus 40%, aber hier steht nicht der Bonusschaden, den ich mit, das steht dann hier vielleicht, den ich mit den blutigen Pfeilen mache. Wenn ich jetzt hier ganz normal angreife. Genau. 42 physischer Schaden. Aber der wird nicht aufgeschlüsselt leider im Combat-Log, dass er mir jetzt genau sagt, wie sich das... wie sie es zusammensetzt, der 42 Schaden, ob sie es halt... Das wäre noch ganz interessant zu wissen, was macht... Wie viel haben denn die blutigen Pfeile jetzt davon ausgemacht? Steht es denn vielleicht hier noch irgendwo, dass hier irgendwie... Ich würde ganz gerne irgendwie einen Wert sehen, was die blutigen Pfeile jetzt machen. Ah, hier. Da steht 7 bis 8. Da oben kann ich es mir angucken, mein Buff. Zwei Runden sogar. Stand da nicht nur, dass es eine Runde hält? Eine Runde lang steht hier eigentlich. Naja, aber oben steht zwei. Wow! 2 HP noch. Ach, ich teleportiere ihn nochmal. Einfach vor Shits and Giggles. Kaputt. Oh ne, macht das Magieschaden oder macht das physischen Schaden? Wahrscheinlich physischen. So, ermutigen. Jetzt ist er natürlich zu weit weg. Dann warte ich halt einfach so und schieße ihn jetzt so zusammen. Oh, Magister Boris merkt. Hä, der hat die ganze Zeit nicht gemerkt, was hier los ist? Hat der Magister Boris die ganze Zeit nicht gemerkt, dass hier ein Kampf geht? Boris, altes Haus? Hast du ein bisschen was verschlafen? Der kriegt jetzt einfach mal einen Buff jetzt noch, warum auch nicht? Ach Boris, alte Hütte. Ja, das ist ein Verpenser. Ich habe nicht mitbekommen, dass er nicht mitgemacht hat. Wie viel physische Rüstung hat er jetzt wieder? Okay. Das will man noch schön brennen. Ansonsten warten wir einfach auf ihn. Nagelbombengranate. Ich glaube, es hackt. Die Sau. So, noch ein bisschen Blutung. Der Bock ist echt geil. Löschen wir gleich das Feuer, dann habe ich es auch gleich, wenn ich looten möchte. Stufenaufstieg! Yes, baby! So, dann treffen wir uns nochmal alle wieder.
Und bevor ich das vergesse, das mache ich sonst erst in der nächsten Runde, weil es immer ein bisschen dauert. Aber ihm skill ich einmal Finesse, was ich sonst nicht unbedingt mache. Wo lohnt es, damit er den Helm tragen kann? Finesse-basierten Waffenfähigkeiten. Lohnt sich das, einen Punkt zu investieren, nur damit ich einen Helm tragen kann? Ich speichere mal erstmal eben, das ist eine ganz gute Idee. Ah. Das ist halt so blöd, dass es Finesse braucht und plus 1 auf Kriegsführung gibt. Das ist eine komische Kombination. Jochen meint, ich soll den Buff auf den Prinzen machen und dann gucken, ob ich den Helm anziehen kann, schnell sozusagen. Was, welchen meinst du denn? Entweder Ermutigung? Was macht Ermutigung eigentlich nochmal? Mal probieren wir es mal kurz gucken. Okay. Jetzt hat er den Helm auf. Wie sieht denn das bei ihm aus? Bei ihr sah der Helm viel cooler aus. Ups, da habe ich was. Wollte gar nichts casten, weg damit. Also hat er den Helm wieder abgelegt, aber. Ja. Gleich wieder abgelegt. Kriegsführung, wir gucken mal ganz kurz da rein. Kriegsführung. Physische Angriffe bewirken. Also ich, die Frage ist halt, wenn ich einen anderen Helm bekomme und obwohl man kann, kann man auch später kann man später die Attribute auch nochmal neu verteilen. Weil dann würde ich es auf jeden Fall machen. Für jetzt lohnt es sich, sagen wir es so. Ob es sich für später lohnt. Ich mache halt praktisch, bringt mir Finesse jetzt rein vom Lesen, bringt mir das nichts, wenn es halt wirklich nur den Finesse-basierten Waffen- und Fertigkeiten-Schaden erhöht. Aber gibt mir plus 1 auf Kriegsführung. Ja, dann machen wir es jetzt einfach. So, hier Finesse. Und den Helm. Dann haben wir Kriegsführung 5. Das ist doch nice. Wie dumm der Helm bei ihm aussieht. Unfassbar. Wie halt, wie cool der gleiche Helm. Halt bei, machen wir es mal zum Gucken nochmal. Gucken wir mal die Helme jeweils an. Bei Sibyl. Ja, sah zumindest ein ganz Stück cooler aus. So, wen haben wir noch? Lose. Darf auch mal hier kurz die Fashion Show mitmachen. Ah, das geht ja nicht. Because Finesse. Müsste ich nochmal Ermutigung casten. Komisch, dass sie unterschiedlich aussehen. So, und ihn auch nochmal. Bei ihm sieht es eigentlich ganz cool aus. Bei ihm sieht es mit am besten aus, muss man sagen. Bei ihm. Und bei, aber es sieht mir kaputt aus. Bei ihm und bei Sibyl. Na egal. Er kriegt jetzt den Helm. Wo ist der Helm gelandet? Habe ich durch das Hin und Her gewechselt, ist der Helm wahrscheinlich kaputt gegangen. Wo ist der Helm? Geben Sie mir den Helm wieder. Da ist er. Nun gut. In der nächsten Session, in der nächsten Runde, das waren jetzt ziemlich lange Folgen immer, aber macht halt einfach so viel Spaß. In der nächsten Session, in den nächsten Runden, werde ich den Rest der Burg leer räumen, because... My Burg. All your Burg are belong to us. Also die Burg will ich jetzt nochmal komplett leer räumen. Und nochmal innen gehen. Jetzt die verschiedenen. Weil innen war ja auch noch ein bisschen was. Wenn ich hier nochmal die Treppe runtergehe. Das ist meine Burg. Vielleicht finde ich das auch die Emmy für den
für den Hund. Ich kann noch ein bisschen gucken, was hier so los ist. Ah, nee, das ist der andere Ort. Das ist nicht mit dem verrückten Mago, Migo. Und dann gucke ich mal, ob ich noch irgendwas in Freudenfeste machen wollte. Und dann können wir mal raus. Der Zaleska ist ja auf jeden Fall ein Questziel und. Dann sind wir halt bald raus. Und dann kann ich auch noch umskillen. Oder nicht umskillen, aber überhaupt meine Skillpunkte verteilen, die ich aktuell bekommen habe. Sehr, sehr cool. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Was heißt denn diese beiden Pluspunkte, dass ich noch Punkte verteilen kann wahrscheinlich. Und ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder mit dabei. Und ja, bis dann. Also, euch noch einen schönen Abend und bis dann.